Ah. Das macht Aua bei Ether. Ah, aber wenigstens konzentriert er sich jetzt wohl scheinbar auf Palegina. Und weg ist er. Sogar zermatscht. Sehr schön. So. Die sind auch teilweise zermatscht, Gott. Light, flame and sound. Aber hey, wenn wir es schon mit... Obwohl, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Drachen die hatten. Du bist nur ein Hirsch. Du bist egal. Oh, da ist noch Zeug, was wir pflücken können. Ich hoffe mal, das ist der Hirsch, der uns da entdeckt hat. Eine Beratsglocke und da drüben ist etwas Schilf oder so. Und dann müsste das das Gebiet schon gewesen sein, jo. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, ob ich mich zurückziehen will. Ja, der Hirsch, der hat uns gesehen. Ja. Ist halt die Frage, ziehe ich mich erst zurück und... Wieso ist die Schadensreduktion unterdrückt? Weil der Bauernaufstrich wirkt? Kann nur ein Essen gleichzeitig wirken, oder was? Das wäre blöd. So, ich wollte jetzt mit der Seele hier reden. Und dann gucken wir mal kurz in die Höhle da unten rein. Als du den Rand der Klippe erreichst, erkennst du den genauen Ort aus deiner Vision von Persok. Er ist vor nicht allzu langer Zeit hier gewesen. Sagani steht mit dem Adlerfigürchen in der Hand in Hab-8-Stellung, während sie die Klippe prüft. Du schließt deine Augen und lässt den Äther für eine Spur von Persoks Gegenwart auf dich wirken. Die Dunkelheit hinter deinen Augenlidern nimmt Form an. Dieses Mal spürst du, wie Persok durch den Wald rennt, wobei er um Felsen und Bäume saust und flitzt. Die Landschaft zischt zu schnell vorbei, du kannst zwischen dem verschwommenen Grün keine Einzelheiten erkennen. Etwas ragt zwischen den Bäumen vor dir empor. Persok kommt schließlich vor einem Adra-Bogen zum Stehen. Siehst du den natürlichen Adra-Bogen? So etwas haben sie in Erglanfahrt jenseits des Wassers von Zwillingsulm. Okay, ich weiß, wo ich als nächstes nach Persok. In diesen Visions, I don't suppose you're getting a sense for who Persok is now. Sagani liegt langsam. Da werde ich dir folgen. Sie schultert ihren Bogen. In diesen Visionen hast du wohl kein Gefühl dafür bekommen, wer Persok jetzt ist, oder? Jemand, der die Landschaft zu schätzen weiß. Sagani kichert. Nichts gegen diese muffligen Wälder, aber mit den Südlichtern über der Tundra kann man sie doch nicht vergleichen, oder? Seems like we've made more progress together than I've made in a year. Sie zuckt in den Achseln. Wenigstens kommen wir näher ran. Anscheinend haben wir zusammen mehr Fortschritt gemacht, als ich in einem ganzen Jahr. Wie war er? Kommt drauf an, wen du fragst. Kommt drauf an, wen du fragst. Sie tritt einen Kieselstein über die Klippen und sieht ihm beim Fallen zu. Bevor ich ging, sprach ich mit allen im Masuk. Ich hörte, dass er ein starker Anführer, ein verlässlicher Bauer, ein fürsorglicher Großvater, ein weiser Ältester, ein großzügiger Nachbar, ein gerissener Verhandlungsführer und vieles mehr gewesen sei. Sie zuckt mit den Achseln. Könnte genauso gut einer dieser unmöglich perfekten Helden aus den Epen von Edir sein. Wahrscheinlich war er all das zu unterschiedlichen Zeiten. Die heute bahnen sich die Dinge an ihn in Erinnerung, die den meisten von ihnen etwas bedeutet. Nehmen wir das Erste. Masuk weren't much older than me when Persok passed. And yet everyone wanted to make sure he heard about something in particular. Our trade with the Amawa. Our successful hunts. Peace with neighboring villages. Das Komische ist nur, dass viele im Masuk kaum älter waren als ich, als Persok starb.
Trotzdem wollten alle sicher gehen, dass er von etwas Bestimmten hörte. Unseren Handel mit dem Amauer, unsere erfolgreichen Jagden, Frieden mit benachbarten Dörfern. Sie tritt noch einen Kieselstein über die Klippe. Itomak folgt seiner Flugkurve mit nach vorne gerichteten Ohren. Persok hat viel erreicht, was ganz Masuk beeinflusste. Offensichtlich war er für dein Volk sehr wichtig. Nichts für ungut, aber hätte Masuk nicht jemanden schicken sollen, der ihn persönlich kannte? Nein, das hatten wir ja schon alles geklärt, und das wäre unhöflich Sagani gegenüber. So von Zwergweitläufer zu Zwergweitläufer. Da hat Hagrim schon einen gewissen Respekt. Nehmen wir mal, dass er im Masuk viele beeinflusste. Das passt zu Hagrims Aussage. Most of his family members, the ones who knew him, are in their twilight years now. And Persok was too busy to spend much time with his younger relatives. Es kommt mir so, nur so seltsam vor, dass sich so wenige von uns an die Dinge erinnern können, die er für das Dorf getan hat. Die meisten seiner Familienmitglieder, jene, die ihn kannten, sind bereits in ihren Lebensabend angelangt, und Persok hatte zu viel zu tun, um Zeit mit seinen jüngeren Verwandten zu verbringen. Itomak gähnt und tätschelt ungeduldig ihre Hand. Okay, Itomak will weiter. Ich verstehe. Anscheinend wäre das Vermächtnis, das er seine Familie hinterlassen hat, von größerer Bedeutung. Er hat euer Dorf verändert. Das lohnt sich, ihn in Erinnerung zu behalten. Vielleicht geht es hier weniger um ihn, als darum, deinem Dorf weiterzuhelfen. Ich verstehe. Anscheinend wäre das Vermächtnis, dass er seine Familie hinterlassen hat. Er hat euer Dorf verändert, das lohnt sich in Erinnerung zu behalten. Ihre Stirn legt sich in Falten, aber die schwarze Farbe verdeckt den Blick in ihren Augen. Vielleicht hast du recht. Egal, wer ist denn dieser Taos-Typ, nach dem du suchst? Anscheinend war er für dich jemand von Bedeutung. Welche Erinnerungen hast du an ihn? Also Taos ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade nicht falsch erinnere, der Anführer des bleiernen Schlüssels, der uns zum Wächter gemacht hat und mittlerweile erkannt hat, dass wir ein Wächter sind. Nur sehr wenig. Er war jemand, dem ich vertraute. Er hatte einen beeindruckenden Bart, ja. Ich glaube, er war jemand in einer führenden Position. Hopefully you can pick up a few more clues about him while we're running around. Na, damit kann man wohl nicht viel anfangen, was? Hoffentlich kannst du noch ein paar Hinweise über ihn finden, während wir hier in der Gegend herumrennen. So, genug Geschwätz von mir, sonst wird sich Persok noch einen neuen Körper finden, bevor wir diesen hier überhaupt erreichen. Ich muss erst noch mal etwas anderes mit dir besprechen. Was hast du auf dem Herzen? Lass uns weiterziehen. Okay. Gucken wir mal kurz in die Höhle nach unten. Enterhaken haben wir ja zum Glück genügend. Entweder ist ein hübscher Schatz. Seil, Kletterhaken nach unten. Du befestigst der Seile den Felsen und steigst hinab. Plötzlich kommt von der Bucht ein starker Windstoß geweht. Du hast Mühe, das Seil festzuhalten, während du von der Brise herumgewirbelt wirst. Du hast einen Gegenstand verloren, Seil und Enterhaken. Der Wind pfeift durch die Felsen, doch du klammerst dich weiter an das Seil. Wenige Augenblicke später lässt der Wind nach und du legst den Rest des Weges bis zum Höhleneingang zurück. Okay, eine Höhle. Ich weiß nicht, ob wir diese Höhle jetzt erkunden sollten, so schlecht wie es Edda geht. Oder ob wir sie erstmal zurückziehen sollten. Be cautious. Be constant. Ist das eine große Höhle? Nicht wirklich. Ein Dagul und Tote hier? Okay, mit... Mit Daguls können wir uns locker anlegen. Das ist kein Problem. Lautloser Schrei. Mach das mal auf den da hinten. Und dann schieß einfach weiter drauf, um wieder Sehenergie zu sammeln.
Oh ja, eher niedrige Gesundheit. Na, wenigstens konzentrieren sich die meisten auf Fenris. Noch geht's mit Eddas Gesundheit gerade so. Okay. Das ist Fleisch. Und das ist eine Leiche. Ring des Solian, Ring der Zauberei. Kann nur verwendet werden von Zauberer. Plus 2 Stufe 1 Zauberanwendung, plus 2 Stufe 3 Zauberanwendungen. Also ein Ring für Alof. Und ansonsten ist hier nichts. Okay, cool. Das heißt, wir haben einen neuen super Ring gefunden hier unten. Und das ging eigentlich. Die paar Darghuls konnten wir leicht erledigen. Das heißt, wir ziehen uns jetzt nach Ketnua zurück. Gucken uns mal in der Burg die Handelssachen an. Die Marktstände, die in der Burg errichtet wurden. Und mal kurz ins... also weiter südlich gibt es nichts mehr zu sehen. Es gibt noch den Weg nach Norden hier oben. Das war ein nettes kleines Gebiet und das nur für Sargalis Quest, das ist ganz nett. Dass sie nur für eine einzelne Queste so ein extra Gebiet gemacht haben. Und dass ich zum Glück recht hatte, dass da noch ein Gebiet hinter dem Feuerfällen ist. So, Waldlandebenen, nein, wir wollen nach Ketnua. Ein Tag und 8 Stunden. Müssen mir die Gewitterwolken da in dem Ladebildschirm Angst machen? Na komm, lad. Alof beendet Eskorte von dem Fürsten und kehrt zur Festung zurück. Sehr schön. Jo. Ich finde es ja irgendwie komisch, dass die Jungs nicht hier rumwuseln. Scharmutzelbogenschütze und sein Löwengefährt. Gucken wir mal kurz auf die Map. Türme, das werden wohl die Türme hier oben gewesen sein. Die, ja genau, die Türme der Burg wurden wieder instand gesetzt. Die Gebäude sind noch alle kaputt, genauso wie die beiden Sachen. Aber scheinbar sind die Pfade alle gemacht worden. So, Leuchthöhle, da könnten wir theoretisch rasten hier. Was für... Dauert 3 Rastpausen lang an. Wahrnehmung... Waldlandpfade plus 2 Athletik plus 3 Verfassung. Das ist gut. Sargani schnell zu dir rüber. Sie hält eine Tüte mit gedörrtem Hirschfleisch in der Hand und bietet sie dir an, als sie sich neben dich setzt. Itomak sieht gierig zu. Langer Tag. Sie beugt einen Arm hinter ihren Kopf, bis du ein Knacken hörst. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Du scheinst viele lange Nächte zu haben. Gut genug, danke. Es läuft nicht besonders gut. Der bleierne Schlüssel hat mich noch nicht ermordet, also kann ich mich wohl nicht beschweren. Eigentlich hat das doch alles eine gute Seite, oder? Hat doch alles auch eine gute Seite. Sie verschränkt ihre Arme über ihren Knie. Schau mal, ich bin schon eine Weile nicht mehr bei einer Jagdgesellschaft dabei gewesen, aber wir sitzen jetzt im selben Boot und selbst wenn wir verschiedene Beute jagen, so jagen wir doch gemeinsam. Sie nimmt einen Korken getrockneten Fleisch aus ihrem Beutel und beißt einen langen Streifen davon ab. Itomak legt sich die Lippen und sie wirft ihm den Rest zu.
Ich verstehe zwar nicht genau, was mit dir geschieht, aber ich werde dir helfen, Taos zu finden. Dasselbe, was du auch für mich getan hast. Das ist schon mal sehr nett von ihr. So. Die Marktstände, der Handwerker ist fertiggestellt. Halle der Magieschmiede klingt als am besten irgendwie als nächstes. So, dann gucken wir mal kurz. Hä?